Moin und ein herzliches Willkommen zu Künstler fragen Künstler. Heute Markus M. Winkler, Schauspieler aus München. Markus, 7 Fragen an alle. Welcher Gedanke ging dir heute Morgen als erstes durch den Kopf? Meistens natürlich, nachdem man den Kaffee im Bauch hat oder so. Ja, schönen guten Morgen, hallo. Ja, mein erster Gedanke war, was ich ja heute Schönes machen kann. Ich schreibe gerade an einem Theaterstück und sehr herrliches Wetter heute hier in München. Und wie ich den Tag dann heute gestalten werde, wo ich mich da schön vielleicht an die Isar setze und dann an dem Text schreiben kann, das waren so die ersten Gedanken, die ich mir heute gestellt habe. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Auch ich genieße die Ruhe. Ich bin eifrig dabei zu gucken, wie man jetzt ja in Zukunft dann Theater spielen kann und wie man ja wieder ja mit dem Publikum zusammenarbeiten kann, was es da jetzt für Möglichkeiten gibt und ja, wie man die vorhandenen Stücke umarbeiten kann, wenn es jetzt mehrere Theaterstücke sind, dass es eben möglich ist, da wieder einen Theaterbetrieb herzustellen. Und woran arbeitest du gerade? Das ist ein Ein-Personen-Theaterstück und da habe ich mir 2 Personen ausgesucht aus dem Stück Was ihr wollt von Shakespeare, und zwar den Malvolio und den Narren. Und ja, da bin ich jetzt gerade am Schreiben. Was draus wird, weiß man nicht. Ja. Und hat sich dein künstlerisches Arbeiten jetzt in dieser Krisenzeit verändert? Nein. Nein, eigentlich nicht. Was bedeutet für dich, jetzt vermehrt zu Hause zu arbeiten und eben kein Publikum zu haben, keine Theaterauftritte zu haben? Ja, man kommt ein bisschen zur Ruhe. Ich bin ja viel mit dem Zug unterwegs, habe viele Tourneen im Jahr. Und ja, man kann sich mal wieder ein bisschen auf sich konzentrieren und ja, kreativ werden. Man ist nicht so gestresst, sondern hat eben viel Zeit und kann sich Gedanken machen über dies und das. Und ja, die ganzen kreativen Sachen, die dann entstehen, aufschreiben und ja, irgendwie umsetzen dann, dass was Neues daraus entsteht. Und was fehlt dir besonders in dieser Zeit? Das Publikum. Das Publikum und der Applaus. Das ist das meiste, was fehlt. Was wird sich denn verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Es wird wahrscheinlich mehr Distanz geben zum Publikum, könnte ich mir vorstellen. Und es wird, ja, es wird eine andere Atmosphäre herrschen. Irgendwie ist es schlecht zu beschreiben, aber es wird eine andere Atmosphäre sein, generell. Das kann ich mir vorstellen, dass das so eintritt. Ja, Markus, das waren schon die 7 Fragen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schreiben deines Stückes und hoffe, dass bald das Publikum mit dir gemeinsam diese Sachen dann sehen kann und erleben darf. Ja. Und heute noch einen wunderschönen Tag in München. Alles Dankeschön, Liebe. Das wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.